Und damit willkommen zurück zu The Raven Remastered. Wir sind in der letzten Folge auf das Schiff gekommen, beziehungsweise, tja, wir haben einen Schlag im Kopf bekommen und sind dann hier aufgewacht. Und just nachdem wir aufgewacht sind oder waren, kam es zu einem Mordfall. Die Gräfin ist umgebracht worden, scheinbar mit einem Schuss, so der aktuelle Stand. Und wir wurden dabei sogar noch betäubt, denn wir haben scheinbar an einem Champagnerglas genippt, was man typischerweise tut, wenn man gerade mit der Gehirnerschütterung aufwacht. Erstmal im Champagner nippen, das ist gute Medizin. Und ja, am nächsten Morgen sieht alles viel schöner aus. Es ist wunderbar, kaum Wellengang, helles Licht. Und Zellner geht es auch wieder besser mit seinem Kopf. Ich denke mal, wir können uns jetzt mal ein bisschen umsehen. Was gibt's denn Schönes? Die Kabine wurde versiegelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Siegel hier mitten auf dem Meer keinerlei rechtliche Relevanz besitzt. Aber ich bin nach wie vor darauf angewiesen, dass Legrand mich in seinem Team mitspielen lässt. Ich sollte es mir mit ihm nicht verscherzen, indem ich ungefragt sein Siegel breche. Okay, also sollten wir... Ich sollte erst, in meine Ermittlungen würden erheblich erschwert werden, wenn er sich wegen solcher Geschichten gegen mich stellt. Genau, also müssen wir mit Legrand reden. Ich sollte eher meine... Okay, er sagt immer selber. Können wir zu der anderen Tür gehen? Dann schon mal... Nein, nein, bleib mal hier. Geht der runter? Geh bitte wieder rauf. Wir wollen schön alles einmal abgehen. So, geh mal bitte hier rum. Kannst du bitte hier rumgehen? Wenn ich hier hinklicke. Kennst du diese Tür? Okay, ich glaube, das existiert nicht für ihn. Kann das sein? Ah, nein, nein, nein. Okay, ich sehe, ich glaube, wir kommen hier nicht hin. Okay, die Tür existiert nicht für ihn. Sie ist nicht im Bereich des Möglichen. Schade. So, hier haben wir einen Globus. Ein auf antik getrimmter Holzglobus. Hätte Galilei sich damals nicht durchgesetzt, stünde hier jetzt eine Scheibe. Auf dem Globus kann man schön erkennen, dass 4/5 der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind. Schaue ich aus dem Fenster, würde ich sogar das noch für eine Untertreibung halten. Trivialwissen wird hier preisgegeben, aber ist okay. Was haben wir denn? Wir können ja mal in den Salon gehen. Gibt es da noch ein paar Gäste? Oder den guten Doktor, der sich das Glas auch angeboten hatte. So, wir haben hier schön aufgereiht mit Warmhalte. Feuerschen drunter, diese Schalen mit dem netten Essen. So, Bullaugen, alles hübsch gemacht. Was gibt's denn hier eigentlich? Gibt's hier überhaupt was zu sehen? Ich sehe hier irgendwie so eine leichte, hellere Stelle, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Ansonsten sehe ich aktuell nur den Ausgang. Immerhin. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Die Bar können wir uns nicht ansehen, genauer. Das Hinterdeck können wir betreten. Herrlich, Sonnenschein und blauer Himmel über dem Mittelmeer. Ohne den Mord wäre es der perfekte Kreuzfahrttag. Das Schiff muss vor einigen Jahren umgebaut worden sein. Früher gab es hier bestimmt kein so modernes Glasdach. Siehst du mal, was für modernen Mitfahrgelegenheiten du hier unterwegs bist. Wir können hierdurch nur das Hinterdeck betreten. Tja. Wird der Hintern halt gedeckt auf dem Hinterdeck. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier liegen irgendwelche Prospekte, die wir nicht anschauen können. Ein Lautsprecher. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Das ist ja eher typisch deutsch, oder? So, was ist hier noch? Ein Drink. Hier haben wir, was ist das? Ein Liegestuhl. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Moment, leg dich. Nein, Jakob. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Er muss sich selber zur Rason bringen. Was ich sonst hinlegen möchte. So, da können wir aufs Nebendeck gehen. Ich denke mal, hier kommen wir auch weiter auf das Vorderdeck.
Ob Edison damals schon geahnt hat, wie inflationär die Menschheit mit seiner Erfindung umgehen wird? So schön. Dann lass uns doch mal hier auf das Seitendeck gehen. Wir können ja durchschauen. Fischdeck, ist das nicht das gleiche Fischdeck, was auch oben stand, dieses Schild? An sich wahrscheinlich nichts. Hier können wir da reingehen ins Schiff. Hier haben wir ein paar Kisten, die wir uns ansehen dürfen. Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Bei deinem Glück durchaus wahrscheinlich. Dein bisherigen zumindest. Das ist der Gangway, die Gangway. Seltsam, fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht? Also, ich wusste nicht, wie sie gerade befestigt ist, die Gangway, um ehrlich zu sein. Aber wenn das wirklich hier ist, das ist wirklich selten dämlich, oder? Er wirft sie raus, also wie man sich aktuell das vorstellt zumindest, und haut es volle Kanne drauf. Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Auf allen Fällen, es ist, selbst im Sturm wirst du es scheppern hören, wenn du hier mit deinem Gegenstand so nah in deiner Nähe hier drauf wirfst. Nun gut, gehen wir mal eins weiter. Ah, guck an, wer ist denn hier? Am Schlafen. Warum sind hier eigentlich grüne und rote Lichter? Hat das irgendeinen Sinn? Sind das hier irgendwie Alpha-Farben für etwas? So, wir haben hier den guten Constable Oliver. Es sieht zwar nicht so aus, aber Constable Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest können. Ich habe nicht geschlafen. Verstehe. Alles nur Tarnung. Ja, Zöllner. So, blinder Passagier. Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer und so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Haha, er ist noch da. Hab ihn angestupst. Ihr wisst, was er anspielt. Also das typische Klischee, ja, der schläft noch. Weil man eine Decke sieht und dann geht man hin und zieht die Decke weg und dann sind ein paar Kissen angeordnet. Deswegen. Vor allem, ja, das typische, er ist verdächtig wegen Ausländer. Ja, auch damals, 1962. Darf ich den verhören? Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen und das tue ich. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Nun ja, also... Ja. Was ist denn Ihre Theorie dazu? Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihre Kabine? Sie war eine reiche Frau. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Richtig, also... Das ist ja Blödsinn, da dieses offensichtliche Indiz nicht hinzulegen, sondern zu sagen, ja, rätselt mal, während wir sowieso schon über den Raben die ganze Zeit philosophieren. Ja, das hat noch ein paar seltsame Eigenheiten, dieser Fall an sich. Der Rabe. Mal angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Raben jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren.
Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Legrand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. Ich will Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten. Gute Idee. Okay, seine Pflichten sind einfach ein bisschen zu schlafen. Wir gucken gleich uns die Einträge an, aber was mit der Wasserflasche? Konstabler Oliver hat sich etwas zu trinken mitgebracht. Daran sieht man, dass er nicht zum ersten Mal etwas bewacht. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Konstabler kein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Die Flasche, ich... Klingt schon irgendwie, als müssten wir da was, also ihn ablenken, was zusetzen, dann trinkt er das und schläft entweder komplett ein oder muss auf die Toilette rein wegen Abführmittel oder sowas. Ich sehe schon, das wird in die Richtung gehen. Ja. Ne, was haben wir denn Neues? Vielleicht das hier? Nö, das hat man auch. Dunkle Gestalt. Das müssen wir. Blinde Passagier. Okay, ich glaube, ich sehe ja gerade nichts, was zurückgesch eingetragen wurde. Ich frage mich, ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Vielleicht hat der Erfinder gemerkt, dass man mit Kugeln auf einem Schiff schlecht spielen kann und dann nach einer Alternative gesucht. Genau, also Boccia ist das mit diesen Kugeln, die man wirft oder rollt. Also auf jeden Fall vorwärts bewegt und dadurch halt irgendwie Punktefelder hat am nächsten dran etc. Und dann eventuell mit anderen Kugeln welche wegstoßen kann, die eigenen und die gegnerischen. Das ist natürlich hier wirklich am Deck ein bisschen schwierig. Aber gibt es ja auch andere ähnliche Spielarten, wo man irgendwas versucht, in einer gewissen Region dahin zu treiben. Das irgendwo liegen. Da gibt es ja auch bei Schlag den Star zum Beispiel im Fernsehen öfters mal irgendwas, was man auch immer da vorschießt. Salzige Seeluft in meinen alten Lungen. Wind im schütternden Haar. Wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Sicher, Zellner? Irgendwann mal wirklich eine raue Brise ist und dann mal das ganze Schiff wankt, denkst du immer noch, dass du ein guter Seemann wärst? Meins wär's nicht. Wir probieren einfach mal die Tür zu öffnen. Einfach mal gucken, wie seine Reaktion ist. Einfach nur zum Testen. Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Man kann nicht alles haben. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher etwas aufgefallen. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Ich sollte dringend... Auch wenn ich... Okay. Damit wissen wir schon, also was hier vorne eigentlich zu tun ist. Können wir hier... Treppe hoch. Wir gehen jetzt mal nach oben, bevor wir komplett hintergehen und nach unten gehen. Wir müssen erstmal uns ein bisschen auf dem Schiff umsehen, wen wir da so alles überall sehen. Hier hat man den ja aufgetroffen. Hier befanden wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Und hier hat Legrand auch unseren blinden Passagier gestellt. Okay, was haben wir da? Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. Vor allem auf die Bar. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern etwas beobachtet, hätte er sicherlich schon Legrand oder den Kapitän informiert. So.
So ein Rettungsboot wäre potenziell auch ein gutes Versteck für einen blinden Passagier. Ob die Planen absichtlich so aufwendig verzerrt werden, damit niemand sie aus dem Inneren eines Bootes wieder in Form bringen kann, nachdem er hineingestiegen ist? So sieht man auf den ersten Blick, dass bei diesem Boot alles in Ordnung ist. Ich glaube weniger, dass das der erste Grund ist. Aber gut, dass du dir darüber Gedanken machst. Hier haben wir eine Truhe. Ach, guck mal, das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Warum läuft das eine und das andere nicht? Offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Nee, das Rohr ist zu eng. Er würde da nicht reinpassen. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Aber du könntest ja zumindest mal das Gitter aufmachen. Vielleicht ist ja was Kleines reingeschrieben worden. Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. Okay, und damit ist der Hotspot weg. Das können wir auch nicht 15-jähriges bestehen. Das 15-jähriger Geburtstag. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Solange es schwimmt. Das sind schon mal ganz, ganz wichtige Sachen. So, hier haben wir noch eine Axt. Warum hängt denn eine Axt hier? Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Genau, Battle Royale. Okay, wir merken uns mal, dass wir eine Axt hier haben für Notfall. Ich meine, er hat ja schon einmal eine... Moment, was kam hier gerade? Da war doch gerade irgendwie... Ne, das Portemonnaie. Wir machen nochmal so einen Querguck. Ja, wir können hinuntergehen. Ansonsten glaube ich, sind wir hier oben durch, weil er kann nicht vorwärts laufen. Muss man mal ein bisschen testen, weil man hat nicht jedes Mal einen Übergang. Wie man sieht. Nein. Okay, dann gehen wir runter. Okay. Achso, Moment. Können wir denn durch das Bullauge bei der guten Dame reinschauen? Ich weiß, gehört sich nicht, aber... Ne, dürfen wir nicht. Also ich sehe es ja eh tot, aber vielleicht hätte man ja noch was sehen können. Nicht das, was ihr denkt. So, kann man hier Vorderdeck gehen oder ist das auch gesperrt? Nur weil es hier abgesperrt ist, heißt nicht, dass es dort abgesperrt ist. Okay, ich sehe schon, da dürfen wir auch nicht. Wir haben also doch... Es sieht alles sehr offen aus, aber es, der Radius zum Laufen ist doch sehr begrenzt. Also wieder ab hier rein im Salon. Wie gesagt, habe ich erstmal, wenn ich nichts übersehen habe, keine Möglichkeit, irgendetwas zu, mit etwas zu interagieren. Also gehen wir weiter. Hier ist auch nichts. Mich wundert ein Screen ohne... Ich meine, er hätte ja wenigstens sagen können, reichhaltig gedeckt das letzte Mal. Oder es riecht noch nach Feierlichkeit oder keine Ahnung was. Aber nada. Das heißt, wir müssen auf das Unterdeck. Okay, was haben wir denn hier? Wir können Treppe rauf. Wir haben hier einen schönen Teppich dazu. Wir haben hier eine, diese schönen Bänke, die dann natürlich gleichzeitig auch als Rettungswestenkisten gelten. Ein Modell der Lydia vor ihrem Umbau. Früher war sie ein reines Transportschiff. Die breiten Korridore, die Kabinen und den Salon hat sie erst in späteren Jahren erhalten. Da erkennt man dadurch vielleicht, dass irgendein Geheimraum ist. Der klägliche Versuch, das Innere des Schiffs weniger trostlos erscheinen zu lassen. Etwas Farbe an den Wänden hätte mehr geholfen. Zumal die Pflanze mit so wenig Tageslicht vermutlich nicht lange durchhalten wird. Im Blumentopf sind kleine Steinchen. 9 bis 16 Uhr. Nicht nur, dass die Pflanze ohne Sonnenlicht wachsen soll. Man hat ihr auch noch die Erde genommen. Nehmen wir einfach Steinchen. Wirklich? Was soll ich mit Steinchen? Weiß ich nicht, aber da das eine Möglichkeit ist, nimmt man die erstmal mit. Obwohl, früher oder später?
beschweren, irgendwo reindrücken, abwerfen, keine Ahnung, gibt's da Haufen Zeug. So, hier haben wir die Krankenstation. Ein Rettungsplan und einige Tipps des Doktors gegen Seekrankheit, Sonnenbrand und dergleichen. Und hier, Termine für das Unterhaltungsprogramm an Bord. Umtrunk mit dem Kapitän, Shuffleboard-Wettbewerb auf dem Vorderdeck. Das war's schon. Ist ja ein richtiger Spaßdampfer. Ist richtig viel. Kleine glatte Steinchen. Vermutlich lassen sich die auf einem Schiff besser handhaben als richtige Erde. Okay, in Krankenstation, da haben wir seine Kabine. Wir haben Alarmmelder. Den Flur können wir betrachten. Wir gucken mal ganz kurz. Ich zahle nichts für diese Reise. Und das ist auch der angemessene Preis für meine Kabine. Sie ist als eher schlicht zu bezeichnen. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Dieser hier wurde nicht gezogen. Die Verplombung ist intakt. Das heißt, wir sollten eigentlich bei allen Alarmmelder gehen. Das ist Legrands Kabine. Okay, wo ist er denn? Da oder in der Krankenstation? Eins von beiden. Herein! Servus, Dr. Gebhardt. Und da ist schon der Nächste. Bitte? Sie wollen doch auch schon wieder was von mir, oder? Ich befürchte, ja. Was für ein erster Arbeitstag. Also... Die Leiche untersuchen. Was hat die Untersuchung des Opfers ergeben? Es ist tot. Ich habe sie nicht die Nacht durcharbeiten lassen, Dr. Gebhardt. Sie wurde erschossen. Aus kurzer Distanz, vermutlich mit einer Pistole. Es scheint, als habe sie auf dem Bett gelegen. Der Schuss traf sie ins Herz, sie war sofort tot. Ein Schuss? Mehr war nicht nötig. Und immerhin fiel auch nur ein Schuss, nicht wahr? Und es gibt auch nur eine Eintrittswunde? Nur eine. Lesen wir gleich. Ich habe gehört, ich wurde mit Schlafmittel betäubt. So scheint es. Was können Sie mir dazu sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Glas nicht untersucht? Nein, habe ich nicht. Der Inspektor meinte, er sei der bessere Chemiker von uns beiden. Ich habe ihn gelassen. So konnte ich mich wenigstens auf die Leiche konzentrieren. Glauben Sie, die Baronin könnte auch betäubt worden sein? Sie war sehr müde und wackelig auf den Beinen, als Legrand und ich sie getroffen haben. Ich habe davon gehört. Ich muss sie im Salon knapp verpasst haben. Und ohne sie selber gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig. Natürlich. Können Sie zu Ihrem sonstigen Gesundheitszustand etwas sagen? Sie hatte erhebliches Übergewicht und der Butler sagte, sie litt an Diabetes. Trotzdem sei sie seit Jahren bei keinem Arzt mehr gewesen. Klingt nicht gut. Kommt häufiger vor, als man denkt. Einige Leute haben Angst vor Ärzten und bezahlen das mit einem frühen Tod. Gut möglich, dass die Baronin so oder so nicht mehr viele Jahre vor sich hatte. Hat mir also vielleicht sogar ein bisschen geholfen. Aus wessen Glas habe ich denn eigentlich getrunken? Wissen Sie, aus welchem Glas ich getrunken habe? Wie meinen Sie das? Kapitän Di Conti reichte mir ein Glas mit Champagner. Aber woher hatte er es? Ich weiß nicht. Haben Sie ihn schon gefragt? Ich frage nur, weil Sie ja auch im Salon waren, als der Champagner herumging. Ja, aber ich habe den Salon erst einige Augenblicke vor Ihnen betreten. Ich bin nicht dazu gekommen, selber ein Glas zu trinken. Was man rückblickend als Glück bezeichnen muss. Da haben Sie natürlich recht. Ich finde übrigens die Lichteffekte ganz schön, weil man merkt, dass durchaus hier Licht reinkommt und öfters mal der Schatten das Licht hier eben so wandert. Die Frage ist nur, ob hier oben auch Reflexionen sind. Das glaube ich fast nicht. Konnten Sie das Projektil schon entnehmen? Hat Legrand Sie geschickt? Was ist mit diesem Franzosen? Ich habe doch gesagt, dass ich mich melde, sobald ich es habe. Das habe ich auch schon dem Wachmann gesagt, den er die ganze Nacht lang rübergeschickt hat, nachdem ich Legrand selber endlich losgeworden war. Er hat Ihnen über die Schulter geschaut? Er hätte mir wohl am liebsten das Skalpell aus den Fingern gerissen. Aber das hier ist meine Praxis. Und ich lasse mir von Amateuren nicht ins Handwerk pfuschen. Verständlich. Wie lange wird es denn noch dauern? Ich bin gerade fertig geworden. Mit freundlichen Grüßen an seine Majestät.
kippt einfach mal. Danke. Ich glaube, das war's fürs Erste. Nein, das war's fürs Erste, Zweite und Dritte. Ich werde mich einige Stunden hinlegen. Richten Sie das Ihrem Chef aus. Der ist nicht mein Chef. Oh. Könnte ich dann zumindest den Schlüssel bekommen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir das Opfer noch mal untersuchen müssen? Dann weiß der verehrte Inspektor, wo er mich finden kann. In meiner Kabine, im Bett. Gute Nacht, Wachtmeister Zellner. Ist das nicht schön? Wir haben Glück, dass die Lydia über eine gut ausgerüstete Krankenstation verfügt. Ich vermute, dass sie im Krieg eingebaut wurde. Normalerweise hätte ein Schiff dieser Größe keine voll ausgestattete Krankenstation. Dr. Gebhardt hat die Jalousien von innen zugezogen, womit er auch vollkommen recht hat. Wer würde es schon begrüßen, noch vor dem Frühstück ein Mordopfer sehen zu müssen? Ja, nach dem Frühstück ist es vollkommen okay. Ist schon in Ordnung, Zellner. Weder Dr. Gebhardt noch Konstabler Oliver können mit Legrands Tempo mithalten. Doch anders als der liebe Robert lässt sich der Doktor nicht beliebig lange einspannen. Was wohl passieren würde, wenn Legrand ihn für eine weitere Untersuchung aus dem Bett holt? Dann gibt es, glaube ich, einen anderen Toten. Okay, das heißt, wir werden irgendwann mal herein müssen. Wir lesen aber erstmal, was im Tagebuch geschrieben steht. Spurenhinweise vielleicht? Nein. Steht nichts drin. Mord. Ich schwankte stark. Laut Dr. Gebhardt wurde der Baron aus Kurzdistanz ins Herz geschossen. Ein Schuss. Sie war sofort tot. Das ist ein Frachtraum. Den Passagier. Drei Schlüssel. Das finde ich wirklich ein bisschen schwierig, dass das hier so nicht... Also... Ich meine, ich finde es okay, dass dann irgendwie, wie auch immer, so ein Tagebuch dann eben nicht funktioniert, weil man schreibt ja irgendwie, das wird ja irgendwie das nach hinten geschoben, während vorne was Neues nachgeschrieben wird. Dann könnte man wenigstens das Neue nochmal farblich hervorheben, kurzzeitig. Ruhiger angehen lassen. Okay, ich glaube, ich sehe sonst hier gerade nichts. So. Wir schauen nochmal, ob wir es noch schaffen in der Folge, wenn wir hier reingehen wollen zu Legrand. Ach shit, ich hätte das Projektier mal anschauen sollen. Fällt mir gerade auf. Herein! Ah, Zellner. Sind Sie einsatzbereit? Guten Morgen, Inspektor Legrand. Mir brummt noch der Schädel, aber ich denke schon, dass ich... Chloralhydrat. Deswegen brummt Ihnen der Schädel. Ich habe Spuren davon in Ihrem Champagnerglas gefunden. Was haben Sie bisher herausgefunden? Der Baronin wurde aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Wir haben den Schuss gehört. Der Mörder entfernt sich schnell aus der Kabine und lässt später die Mordwaffe über die Reling gleiten. Einfache Geschichte soweit. Nur warum war die Kabinentür verschlossen? Exakt. Hätte der Mörder es wie einen Selbstmord aussehen lassen wollen, hätte er ihr in den Kopf geschossen und die Waffe am Tatort gelassen. Und wenn es Mord war, warum hat er sich die Mühe gemacht, die Tür von innen zu verschließen? Und wie hat er das überhaupt angestellt? Zumal wir nur Sekunden später vor Ort waren und niemanden in der Nähe der Kabine beobachtet haben. Da passt was nicht zusammen. Nein, tut es nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Und dieses Chloralhydrat? Ist ein Betäubungsmittel. Kann in Alkohol aufgelöst werden. Die Wirkung beginnt nach einigen Minuten und hält stundenlang an. Wer hat Ihnen das Champagnerglas gegeben? Ich glaube, es war Kapitän Di Conti. Wenn uns Glauben reichen würde, wären wir Priester geworden, Herr Wachtmeister. Seien Sie ein Polizist und finden Sie es heraus. Verstanden. Sie glauben, der Juwelendieb ist der Mörder? Um den Tresor zu öffnen und das zweite Auge des Sphinx zu stehlen, fehlte unserem Freund nur noch ein Schlüssel, der der Baronin. Zumindest haben wir diese Information verbreitet. Was meinen Sie damit? Die Baronin war für ihre Vergesslichkeit bekannt. Ich habe sie überredet, mir den dritten Schlüssel zu geben. Mir erschien es sicherer. Für das Auge.
Der Dieb durchsucht die Kabine der Baronin auf der Suche nach dem dritten Schlüssel? Sie kommt früher als erwartet aus dem Salon zurück. Überrascht ihn und er kann nicht zulassen, dass ihn jemand identifizieren kann. Er hält sie in Schach, bis die Luft rein ist und erschießt sie. Und damit wäre ein Dieb zum Mörder geworden. Und hätte trotzdem noch immer nicht alle Schlüssel. Sie haben die Tatwaffe gefunden? Auf der Gangway am Schiffsrumpf. Ich vermute, der Mörder wollte sie im Meer entsorgen. Er könnte sich an die Brüstung gestellt haben, um sie unauffällig fallen zu lassen. Und weil er sich an Bord des Schiffes nicht auskennt, hatte er Pech und hat genau die Gangway getroffen. Ja. Klingt das für Sie überzeugend? Kein bisschen. Für mich auch nicht. Um was für eine Waffe handelt es sich? Eine Pistole. Eine Luger 08. Antik. Millionenfach im und nach dem Ersten Weltkrieg gebaut. Österreichisches Modell. Sie gehört David Kreuzer, dem Geiger. Wir haben ihn heute Nacht völlig betrunken am Bug des Schiffes gefunden. Er hat bestätigt, dass es seine Waffe ist. Behauptet aber, sie sei ihm gestohlen worden. Fingerabdrücke? Nichts. Bemerkenswert ist allerdings, dass zwei Patronen aus dem Magazin fehlen. Und es handelt sich sicher um die Tatwaffe? Die abschließende ballistische Untersuchung steht noch aus. Tatsächlich warte ich schon deutlich zu lange auf das Projektil aus der Leiche. Gehen Sie mal rüber, Zellner, und machen Sie dem guten Dr. Dampf. Wegen der Kugel. Hier ist sie. Hervorragend. Geben Sie her. Wie vermutet, 7,65 mm Parabellum. Wollen Sie sie denn gar nicht näher untersuchen? Sobald ich Zeit dafür habe. Wir können vorerst davon ausgehen, dass wir die Mordwaffe haben. Es wird nicht allzu viele antike Luger 08 Pistolen an Bord geben. Dürfte ich mich mal in der Kabine der Baronin umsehen? Wir haben sie bereits gründlich untersucht. Sicher, aber jetzt bei Tageslicht? Ja, schon gut, es kann nicht schaden. Hier, nehmen Sie die mit. Danke. Ich melde mich, sobald ich etwas Wichtiges gefunden habe. Aber bitte auch nur dann. Ich habe zu tun. Natürlich. Zwei Patronen fehlen. Also es könnte... Die Idee war ja, die ich in der letzten Folge hatte, dass es auch sein kann, dass da der Schuss abgegeben wurde schon deutlich früher und dann halt irgendeine Aufnahme abgespielt wurde. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Schuss eher abgegeben wurde, aber gedämpft, zum Beispiel mit ein paar Kissen oder ähnlichem. Und danach später halt nochmal ein weiterer Schuss abgegeben wurde, um halt geräuschtechnisch das eben anders darzustellen. Und natürlich auch die Tatzeit zu verschleiern. Glauben Sie dem Geiger? Ich werde ihn mir nachher als Ersten im Verhör vornehmen. Heute Nacht behauptete er, sich an gar nichts aus den letzten Stunden erinnern zu können. Er hätte eine ganze Flasche Kräuterschnaps geleert. Er war im Zug und hat kein Alibi. Seine Trunkenheit könnte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein. Er passt ins Profil. Er ist viel auf Reisen, hat Zugang zur High Society. Dürfte interessant werden. Ja, das ist immer wieder das Typische. Privatwaffen besitzen. Dann passiert sowas. Sind Sie sicher, dass dieses Mal keine Bombe drin ist? Oder vielleicht eine Seemine? Er wurde in London unter den Augen aller von Professor Lucien verschlossen und wird erst in Kairo wieder geöffnet werden. Hoffen wir es. Es würde Stunden dauern, ihn zu knacken und man bräuchte schweres Werkzeug. Oder die Schlüssel. Oder die drei Schlüssel, ja. Glauben Sie wirklich, der Rabe von damals steckt hinter all dem? Er hat den Brief verfasst, der auf dem Tresor im Zug lag. Ohne den Brief hätten wir den Tresor nicht geöffnet und die Bombe nicht aktiviert. Aber es passt nicht zu ihm, oder? Der Rabe war bekannt dafür, bei seinen Einbrüchen keine Menschen zu verletzen, geschweige denn zu töten. Es ist seine Handschrift und er spricht mich mit Nico an. Niemand sonst tut das. Ich habe diesen Mann jahrelang durch halb Europa gejagt. Er ist es. Er muss es sein. Aber die Indizien? Schluss damit! Dann werde ich mal gehen und ermitteln, wer mir das Glas mit dem Schlafmittel gab. Tun Sie das. Inspektor Legrand, ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich eine Pause gönnen. Schlafen kann ich, wenn ich den Raben habe. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Bis später. Übrigens finde ich es faszinierend hinten bei diesem Nothebel, dass man da auch noch die Plompe sehen konnte. Ich finde das sehr schön, dass das so detailliert Legrand dargestellt ist. Legrand riskiert bei der Rabenjagd nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Gesundheit. Er ist wie besessen. Vielleicht schnappte er deswegen damals den Raben und niemand sonst. Okay, wir gucken jetzt nochmal. In diesem kleinen Papierbriefchen werden Beweise gesammelt. Zumindest solche, die in kleine Papierbriefchen passen. Okay, darf ich das vielleicht mal... In diesem kleinen...
Ach so, ach, da kann ich was reintun. Alles klar, gut. Dann haben wir uns erstmal einen Überblick verschafft. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann das Zimmer der Baronin an. Und vielleicht entdecken wir da ein paar Indizien, die unsere oder meine Vermutung stützen. Oder etwas völlig anderes. Bis dahin, euer Landitor. Tschüss.